Insanity, meine Besten. Hier ist, wo ich mag, und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer neuen Folge Let's Play Sonic the Hedgehog Triple Trouble. In der letzten Folge haben wir die Welt Aquatic Plant hinter uns gebracht und in dieser Folge, hoffentlich war Aquatic Plant jetzt richtig oder Aqua Plant oder irgendwie so, ich kann mir die Zonennamen einfach nicht merken, es tut mir leid. Aber in dieser Folge nehmen wir uns dem Atomic Destroyer an. Und ja, das hier ist also die letzte große Stage, deswegen jetzt auch zum zweiten Mal hintereinander Sonic, anstatt irgendwann mal Tails zu nehmen. Weil, naja, wir müssen dieses Spiel natürlich mit dem Helden beenden, das ist ja ganz logisch. Und Atomic Destroyer ist ein gigantisches, verdammtes Labyrinth. Voll mit tödlichen Fallen, teilweise auch relativ voll mit bodenlosen Schluchten. Insofern ein unter Umständen wirklich, wirklich gemeines Level, wie ich sagen muss. Und wir wollen versuchen, genau hier an das Leben zu kommen. Das hat nicht ganz so in der Form geklappt, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Aber es hat geklappt und damit ist das gut. Ja, den Mittelpunkt des Levels, den nehmen wir natürlich wieder gerne mit. Aber ja, es ist einfach so eine Art Death Egg halt nur. Ja. Es ist halt nicht das Death Egg. Aber es ist an sich, ist es das Death Egg. Es heißt nur anders. Das wollte ich sagen. Und ja, also relativ verwirrend durch diese ganzen Kolben hier, durch diese ganzen, ja, Kolben sind es nicht, aber durch diese ganzen Apparaturen, diese grausigen, und man verirrt sich im Atomic Destroyer doch eigentlich sehr, sehr gerne. Und muss einfach irgendwie seinen Weg finden, wie ihr merkt, also wir sind hier schon wieder so auf dem Weg weit, weit zurück, irgendwo wieder Richtung Mitte des Levels. Obwohl wir das eigentlich gar nicht wollen, wir wollen ja eigentlich möglichst weit nach vorne. Und ich hoffe einfach, hier irgendwie den Weg zu finden, denn ganz ehrlich, bis heute habe ich keine Ahnung, wie ich hier jemals durch irgendein Level durchgekommen bin. Wenn wir, solange wir noch neue Ringe finden, sind wir scheinbar auf so einer Art richtigem Weg, denke ich mal. So, hier geht es jetzt nach rechts, das merkt man ja, und oh, ja, das war das Ende des Levels. Da also Glück gehabt, dass ich das nicht mehr im Kopf hatte, aber dass ich jetzt einfach Glück hatte, ja. Dass ich einfach Glück hatte. Und damit kommen wir also in Act 2 von Atomic Destroyer. Und dieser Act. Genauso wie der erste. Nur noch schlimmer. Es sieht jetzt natürlich relativ einfach aus, aber wie gesagt, ich habe auch schon mal geübt. Also so ist es nicht. So ein bisschen kenne ich das Spiel. Nicht so ganz, aber so ein bisschen. Ich kenne jetzt keine Level-Layouts auswendig oder so, aber ich weiß grob, was mich erwartet und ich bin jetzt ja auch keine 5 mehr, insofern. Aber ja, ich glaube, wenn man... Sind wir jetzt gefangen? Nein, zum Glück nicht. Aber das war ein bisschen knapp. Solche Sprünge sind doof, Sega. Das solltet ihr eigentlich wissen. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo es lang geht. Also hier auf jeden Fall schon mal nicht. Vielleicht sollten wir mal nach links. Oh ja, links sieht gut aus. Links macht Spaß. So, gehen wir hier mal rechts lang und immer weiter nach rechts. Und jetzt geht es also zurück. Also gehen wir mal runter. Und das war dumm oder war das klug? Ich weiß es nicht genau. Es ist mir auch relativ egal, ob es dumm oder klug war. Hauptsache, wir kommen früher oder später irgendwo lang. Verdammt. Ich hasse dieses Level. Es ist nervig. Es ist viel zu verwirrend. Man weiß nie, wo man lang soll. Und man muss immer irgendwie hoffen, dass man trotzdem irgendwo lang kommt. Und das war jetzt auch wieder doof. Ah. Nein, bleib hier, Plattform. So, und ich will jetzt hier rauf. Danke schön. Gracias. Ja, diese Speedbooster gibt es in diesem Spiel auch, aber so wirklich nützlich sind die in den seltensten Fällen. Ich habe auch nur ein, zwei bisher gesehen, habe da auch nicht groß was zu gesagt, weil man braucht sie nicht. Sie funktionieren wie in den anderen Sonics auch. Sie geben Sonic einen kurzen Geschwindigkeitsboost und das ist schön und gut, aber wie gesagt. Ja, das Leveldesign geht nicht wirklich davon aus, dass man die benutzt oder benutzen muss. Und ich muss sagen, ich finde das eigentlich auch ganz gut. Ich finde es besser, wenn man sich die Geschwindigkeit so ein bisschen verdienen muss und sie nicht einfach nur in den allerwertesten geschoben bekommt, wie in moderneren Sonics oft. Ach, aber seht euch dieses Labyrinth an. Super, klasse. Im Moment, sind wir jetzt gerade wieder... Ach, hier waren wir doch eben schon, verdammt. Au, nein. Hier waren wir doch eben auch schon. Kommen wir hier durch? Ja, hier kommen wir auch durch. Das ist gut, hoffe ich. Aber ja... Es ist einfach ein Labyrinth-Level, viel mehr kann man dazu leider nicht
nicht sagen. Oh, ich hoffe... Oh, verdammt. Zum Glück hatten wir Ringe. Zum Glück verliert man hier nicht immer sofort alle Ringe, die man mal besessen hat. Und, oh, ein Glück. Wir haben das Ende des Levels erreicht und damit... Ja, und sogar noch mit einem Sonic das Ganze beendet. Super. Und damit steht uns also nur noch ein allerletztes Level bevor. Und ich würde sagen, es ist Zeit, dass wir uns jetzt den letzten Chaos Emerald holen. In Atomic Destroyer 3. Diesmal. Mit dieser schönen sinistre Musik im Hintergrund und hier nochmal so ein kleiner Speedbooster und diese Raketenschuhe kriegen wir auch noch dazu. Und es ist Metal Sonic! Oh nein! Seit Sonic CD haben wir ihn nicht mehr gesehen und hier hat er jetzt also tatsächlich mal wieder einen Auftritt und macht unsere Raketenschuhe kaputt mit seinem... mit seiner super aufgeladenen Attacke. Ja, und an sich müssen wir ihn folgendermaßen besiegen. Immer wenn er ankommt, müssen wir eigentlich nur springen und er wird versuchen, uns zu treffen. Und wir können dann einfach in ihn reinspringen, denn solange wir in Ballform sind, kann er uns nicht wirklich viel anhaben. Und sobald er diesen aufgeladenen Angriff einsetzt, müssen wir ihm wiederum ausweichen, weil wir dann nichts gegen ihn ausrichten können, egal was wir machen. Aber nach ein paar Angriffen wird diese Energie, vergangen sein und er wird wieder entladen sein und wir müssen dann also wieder versuchen, im richtigen Rhythmus unsere Angriffe gegen ihn zu timen. Aber ich muss wirklich sagen, einfach aufgrund der Tatsache, dass die Ringe hier so schnell wieder eingesammelt werden können und dass sie gleichzeitig so lange auf dem Bildschirm bleiben, nachdem man sie verloren hat, ist es wirklich kein allzu großes Problem, sozusagen unverwundbar zu bleiben für den ganzen Kampf. Und das ist in nahezu allen Bosskämpfen so. Und gerade in diesem hier, naja, der Kampf ist nicht so cool wie das Rennen in Sonic CD, aber immerhin, Metal Sonic ist cool und wir haben ihn immerhin mal wiedergesehen. Und damit können wir uns also teleportieren zum tatsächlichen Bosskampf, zum finalen Battle in diesem Spiel. Oder doch nicht. Hier haben wir also wieder mal Fang the Sniper und oh mein Gott, irgendwas passiert und ja, Fang scheint irgendwie mit Dr. Eggman in einem, ja, im Bunde gewesen zu sein, aber selber nicht so genau zu wissen, was los war. Vermutlich hat Eggman ihm gesagt, such die Chaos Emeralds für mich, was wie gesagt keinen wirklichen Sinn macht, aber naja. Davon abgesehen, muss man einfach nur versuchen, auf Eggmans Kopf zu balancieren in dieser ersten Kampfphase. Und jetzt wird er also versuchen, von oben anzugreifen und wir müssen ihn wiederum von unten attackieren und er wird Feuer auf uns schießen, aber ja, solange man rechtzeitig aus dem Weg geht, das ist nach etwa 4 oder 5 Angriffen der Fall, dann wird er wahrscheinlich bereit sein, aufgeladen sein, um anzugreifen. Und solange man dann nicht im Weg steht, ist dieser Kampf eigentlich auch relativ einfach, zumal man wieder einfach die Ringe einsammeln kann, wenn es mal zu Problemen kommen sollte. So, und diesem Angriff noch ausweichen. Und jetzt müssen wir einfach schauen, dass er uns nicht trifft mit seinem Angriff. Denn jetzt im Moment können wir natürlich nicht von unten an ihn ran. Eigentlich zumindest. Ach doch, es geht. Das hatte ich ganz vergessen. So, dann ist der Kampf doch einfacher, als ich ihn noch in Erinnerung hatte. Und ja, jetzt müssen wir also in die wirklich letzte Phase dieses Kampfes übergehen und ihn einfach nur dann treffen, wenn er gerade durch diese Röhre kommt. Und er kommt einmal also da hinten links durch, hier links durch und dann noch da hinten rechts. Aua, verdammt. Und währenddessen müssen wir diesen nervigen Lasern ausweichen. Und außerdem wird Eggman jetzt immer mal wieder so ein bisschen schneller und ein bisschen langsamer sein. Und wenn er komplett anhält, dann ja, gibt es dieses Blitzgewitter hier in der Mitte. Und danach wird er wieder aufgeladen sein. An sich sollten wir jetzt also eigentlich versuchen, möglichst darauf zu warten, dass er wieder etwas langsamer wird, damit wir ihn treffen können. Und wir merken schon jetzt, wo er ziemlich viel Energie verloren hat, greifen seine Apparaturen hier auch ziemlich rücksichtslos an. Aber ja.
auch hier wieder kein großes Problem, weil man die Ringe einfach immer sehr schnell wieder einsammeln kann. So. Aber wir haben alle Chaos Emeralds gesammelt, deswegen kriegen wir hier auch noch den letzten, den sechsten Chaos Emerald und ja. Damit haben wir Dr. Eggman einmal mehr besiegt. Das Eggman Empire wird leider mal wieder nicht zustande kommen. Und aus irgendeinem Grund hat er Knuckles gefangen genommen, weil Knuckles keine Ahnung verstanden hat, dass Eggman böse ist. Und ja, Knuckles und Sonic sind jetzt wieder beste Freunde für immer. Und die ganze Welt ist froh und glücklich. Und warum die Abrechnung jetzt noch kommt, verstehe ich nicht, denn der Score interessiert eigentlich niemanden. Aber ja, meine Besten, das war Sonic the Hedgehog Triple Trouble. Und wir sehen jetzt also Sonic und Tails auf dem Tornado in Richtung South Island fliegend. Und ja, was kann ich großartig noch zu diesem Spiel sagen? Eigentlich nicht wirklich viel, denn das meiste habe ich schon gesagt. Der Soundtrack ist in Ordnung. Ich finde kein Stück schlicht jetzt wirklich irgendwie heraus oder ist super kreativ, aber na, es ist gut. Es ist, der Soundtrack erfüllt seinen Job und mehr soll er ja auch gar nicht tun. Ja, davon abgesehen, es ist schön, dass man Tails und Sonic spielen kann und dass beide auch alle Chaos Emeralds sammeln können und so weiter und dass man wirklich einen Grund hat, als Tails zu spielen. Also, davon ab, ja, die Story ist natürlich, sie ist bescheuert. Ich verstehe nicht, warum Knuckles jetzt wieder Dr. Eggman hilft. Es wird noch öfter passieren im Verlauf der Reihe, aber naja. Davon abgesehen, Fang ist eine Figur, die ich sehr gerne mag. Ich finde es schade, dass er in den weiteren Teilen nicht mehr vorgekommen ist. Großartig, außer in Sonic the Fighters. Und in ein paar Comics, glaube ich, kommt er noch vor. Aber in den Spielen leider nicht mehr, obwohl ich finde, dass er eine ziemlich geile Figur ist eigentlich. Das Leveldesign ist überwiegend ziemlich in Ordnung. Es gibt nicht zu viele Gegner und ja, obwohl der Screen relativ klein ist, läuft man nicht allzu oft Gefahr, irgendwo reinzurennen oder runterzufallen. Einfach weil man nicht sehen konnte, was vor einem lag. Also insofern ist das ziemlich gut gemacht. Es gibt ein, zwei Stellen, die sind so ein bisschen blöd. Und ich mag das Chaos Emerald System nicht so ganz. Ich finde, da hätte man einfach sagen sollen, okay, wir haben wieder noch einen Checkpoints, die man nicht großartig übersehen kann. Und es gibt genügend Chancen, um alle Chaos Emeralds zu sammeln. Wisst ihr, ich mag es einfach nicht, wenn man da so unter Druck ist, ne? Ja, optisch natürlich super, super geil für ein Game Gear-Spiel. Und ja, spielerisch wohl wirklich so mit am nächsten, was so die ganz klassischen Mega Drive Sonics angeht. Also ja, ein Spiel, das ich durchaus mag, durchaus empfehlen kann. Nach Sonic 1 auf dem Game Gear wahrscheinlich mein liebstes Sonic-Handheld-Spiel, das es so gibt, zumindest von den klassischen Teilen. Sonic Advance ist natürlich nochmal eine andere Liga, ganz, ganz logisch. Aber von den alten 8-Bit-Sonics wohl so mit mein liebstes. Aber ja, meine Besten, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich hatte durchaus Spaß in dem Projekt. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, es ist ein Spiel, das vielleicht manche von euch auch noch nicht so kennen. Und das ihr jetzt also so zum ersten Mal gesehen habt. So etwas Neues, was ihr noch nicht kanntet. Wie gesagt, gibt es also auf diversen Collections bei Sonic Adventure DX, auf dem GameCube gibt es das hier und so weiter und so fort. Also es gibt genügend Gelegenheiten, sich dieses Spiel hier zu holen. Aber ja, meine Besten. Ich würde sagen, in dem Sinne, ich bin Marc. Ich hoffe sehr, dieses Projekt hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Projekt wieder, das etwas länger dauern wird als das hier. Und auch ein, das nicht ganz anders ist, aber ein wesentlich größeres Spiel als das hier. Wesentlich bekannter und eine ganze Ecke besser. Also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Projekt. Ciao.